Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Und wir starten auch gleich mit einer ganz schönen Winterkarte, wie ich finde. Und zwar ist es eine Karte zum Geburtstag mit den wunderschönen neuen Stempelset und mit den neuen Stanzformen mit den Mohnblumen. Und ich habe gedacht, ich möchte das heute mal in zwei verschiedenen Farbvarianten machen. Einmal ist diese Farbgestaltung in Granit und Sahara-Sand. Ich finde, das sieht sehr, sehr elegant und sehr schön aus. Und eigentlich nur in drei Farben gehalten, also mit dem Vanillepur im Hintergrund. Und eigentlich also gar nicht so viel bunt, aber irgendwie wirkt die Karte sehr toll, finde ich. Wir machen es heute in einer anderen Farbkombination, wird auch sehr spannend und bin ich gespannt. Und die Idee dazu ist eigentlich, dass diese Mohnblumen für mich auch ein bisschen aussehen wie Christrosen. Und Christrosen sind ja die einzigen Blumen, die auch im Winter blühen. Und ich finde, das wäre doch eine schöne Idee für Geburtstagskarten für jemanden, der im Winter Geburtstag hat. Der möchte natürlich auch ganz gerne Blümchen haben. Und ich finde, die kann man so auch ganz schön umgestalten. Und wir machen das Ganze heute aber eben in einem bisschen anderen Farbkonzept. Und zwar mit Brombeermousse, also mit einer ganz kräftigen Farbe und dann noch mit so einem Glitzerpapier. Und das machen wir jetzt zusammen. An Material zeige ich euch einmal kurz die Bestellnummern für den Farbkarton. Ich benutze jetzt hier Brombeermousse und Vanille pur. Falls ihr Vanille pur ab extra stark habt, ist das natürlich auch sehr praktisch für die Karte. Dann hat die noch ein bisschen mehr Stabilität. Da braucht ihr ein Stück in 21 cm x 14 cm und das ist schon gefalzt bei 10,5 cm. Dann habe ich mir aus Brombeermousse bereits ausgestanzt den größten Rahmen. Und zwar habe ich die bestickten Rechtecke genommen und habe mir hier die zwei größten Rechtecke rausgenommen. Und, hoppla, das hat sich jetzt verhakt. Und habe mir das einfach aufgelegt auf ein Brombeermousse-Papier und habe mir das so einmal durch die Big Shot ausgestanzt. Dann bekommt ihr hier so einen richtig schönen Rahmen, der innen und außen bestickt ist. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Und das habe ich jetzt schon mal hergerichtet und dann habe ich auch schon aus den Set Mohnblüten ein paar Sachen ausgestanzt, aber wir machen natürlich auch was zusammen. Und zwar habe ich mir einmal dieses Blattwerk ausgestanzt in Brombeermousse, einmal in Seidenglanzpapier, das hebe ich euch gleich noch rein, da blende ich euch die Bestellnummer ein. Das ist so ein großes 12x12 Inch Glitzerpapier. Ich glaube, ihr seht das gar nicht in der Kamera, das ist so schön. Ich halte euch das gleich nochmal hin. Da habe ich ausgestanzt mal dieses Blatt und ich habe ausgestanzt einmal diese Blüte schon mal in dem Glitzerpapier. Das habe ich schon aufeinander geklebt. Und ich stanze jetzt mit euch zusammen gleich nochmal die Blüte aus, die braucht man also zweimal. Und diesen Untergrund der Blüte braucht man auch zweimal, den habe ich in Vanille pur ausgestanzt. Genau, ich glaube, das war es dann schon an Sachen, die wir brauchen. Dieses Blattwerk stanze ich mir auch gleich nochmal mit euch zusammen aus. Und dann brauchen wir natürlich noch das Stempelset Painted Poppies. Das hier ist die Bestellnummer. Da nehme ich jetzt auch gleich ein paar Hintergrundstempel. Und zwar einmal diesen hier, die Kleckse und diese wunderschönen Blüten hier. Ja, und was ich noch verwendet habe, genau, das zeige ich euch auch gleich. Das Schwärme voll Glück hat einen wunderschönen Geburtstagsgruß. Und zwar liebe Grüße zum Geburtstag. Den fand ich da sehr schön und den könnt ihr da auch super verwenden, wenn ihr das Stempelset habt. Oder ihr nehmt irgendeinen anderen, den ihr eben habt. Okay, dann legen wir jetzt los. Ich stanze jetzt heute zuerst, bevor ich stempel. Was ich noch genommen habe, genau ein Stück von dieser Klebefolie. Die habe ich mir jetzt schon hier hinten aufgebracht. Wenn ihr die habt, ist das super. Ich verlinke euch die mal in der Infobox. Für so ganz feine Stanzteile ist das einfach total praktisch, dass man sich das dann auf dieser Klebefolie ausstanzt, dann klebt die Rückseite gleich. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr das aber auch mit Flüssigkleber machen. Habe ich hier auch probiert, also mit Flüssigkleber geht es genauso. Und ich versuche euch das jetzt mal noch ein bisschen hinzuhalten, dass ihr das Glitzern seht. Ah, bitte sieht man es jetzt, oder? Ah, das ist so schön. Und ich finde, das hat auch so einen ganz feinen Winterschnee-Charakter. Passt da perfekt zu so einer schönen Winterkarte. Und jetzt hole ich mir mal schnell die Big Shot. Und wie gesagt, hier ist eben mein Klebeelement. Da mache ich meine feine Stanzform drüber. Und wenn ich mir das nachher ausgekurbelt habe, na, was mache ich denn hier? Klebt meine Rückseite. Wenn ihr jetzt noch so ganz feine Teile drin habt, die könnt ihr euch einfach mit einer Nadel rausmachen. Aber ich finde echt, diese neuen Stanzformen, die sind einfach nur wunderschön. Die stanzen unglaublich gut aus. Finde ich echt total toll. So,
Und dann kommen wir ein bisschen zu unserem Hintergrund. Also ich knicke mir jetzt zuerst mal meine Karte an der Falzlinie um. Und dann stempeln wir uns jetzt einfach noch ein bisschen den Rahmen. Und da habe ich es so gemacht, dass ich mir den Rahmen jetzt zuerst mal auflege. Also ihr müsst euch den natürlich erst noch ausstanzen, aber wenn ihr den habt, dann könnt ihr euch den so auflegen. Ich guck mal, dass ich im Bild bin anständig. Und zwar lege ich mir den so auf, dass ich am Rand ungefähr einen schönen gleichmäßigen Rand habe. Und dann mache ich mir einfach mit Bleistift hier auf die Innenseite so eine kleine Markierung. Also nur so ungefähr, wo dann mein Rahmen nachher ist. Ich zeige euch das jetzt mal beinahe. So sieht jetzt diese Markierung aus. Weil ich möchte dann nachher den Rahmen nur innen bestempelt haben. Also jetzt soll hier außen nichts rausschauen. Und deswegen mache ich mir da so einen kleinen Rahmen hin. Okay, an Stempelfarbe nehme ich einmal Sahara-Sand und Granit. Das hat die Bestellnummer 147118. Die muss ich nochmal groß draufkleben. Und da stempel ich jetzt zuerst mal in Sahara-Sand ein bisschen so diesen fleckigen Hintergrund auf, diesen großflächigen. Und dazu lege ich mir mein Schmierpapier einfach an meinen Rahmen hier so an. Also hier, ich bin irgendwie heute ein bisschen komisch im Bild, ich gehe mal ein bisschen weiter hoch. Also hier seht ihr meinen Rahmen. Jetzt zoome ich mal ganz kurz da ein bisschen hin. Sag mal, das sieht man ja gar nicht heute. Also hier habe ich meinen Rahmen und da lege ich einfach mein Schmierpapier hin, dass ich dann einfach nachher nicht über den Rahmen drüber stempel. Und dann nehme ich mir diesen flächigen Stempel und stempel mir den einfach so ein bisschen ab am Rand. Ihr könnt es auch vorher einmal auf eurem Schmierpapier abstempeln, da ein bisschen weiter reingehen, ein bisschen weniger weit reingehen. Also das ist einfach so, wie ihr da gerne so ein Muster hättet. Wenn ihr jetzt hier so über die Kante kommt, könnt ihr es auch so machen, dass ihr euch einfach ein Post-it nehmt und das hier oben über den Rand klebt. Dann kann man auch einfach über die Ecken gehen, ohne dass man da das wieder über den Rand drüber kommt. Und dann nehme ich mir hier diesen kleinen Stempel mit den Pünktchen und gehe auch hier einfach ganz, wie es mir gerade einfällt, hier rüber. Und was ich noch brauche, ist der ganz große Stempel, den habe ich jetzt noch nicht rausgenommen. Der hier auch mit den Klecksen. Den nehme ich auch noch und den stempel ich mir auch einmal vorher ab und gehe mir dann so von der Seite immer ein bisschen rein in das Projekt. Genau. Und das mache ich jetzt hier oben rum, unten entlang und hier oben an dieser Ecke. Und wenn ihr euch das aufstempelt, könnt ihr euch die Stempel ruhig immer ein bisschen drehen. Dann bekommt ihr da auch immer ein schönes Muster. Und jetzt nehme ich noch die Farbe Granit und stempel mir diese schönen Blüten auch nochmal zweimal nebeneinander hier unten hin. Und dazu mache ich es so, dass ich erst den kompletten Stempel verwende. Ich muss mal ein bisschen gucken, meine Unterlage hat sich so gewellt. Einmal. Und dann möchte ich eigentlich nur noch einen Teil haben. Das heißt, ich versuche jetzt diesen Bereich hier mit Stempelfarbe zu füllen. Den gehe ich ungefähr hier so in mein Stempelkissen rein. Und überall da, wo ich jetzt keine Farbe haben möchte, keinen Stempelabdruck, putze ich mir jetzt meinen Stempel ein bisschen ab. Entschuldigung, jetzt war ich gar nicht im Bild. Also ich mache jetzt eben den Bereich sauber, den ich nicht abstempeln möchte und der andere Bereich, wo die Farbe dran ist, den möchte ich abstempeln. Und gehe dann hier noch nebenhin.
Und dann stempel ich mir auch gleich noch den Liebe Grüße zum Geburtstagsstempel auf. So. Und jetzt seht ihr, wie das aussieht. Eigentlich schon total cool, das wirkt richtig schön. Und durch das, dass wir hier eben nur diesen einen Stempel abgestempelt haben, schaut es jetzt aus wie ein komplettes Motiv und es geht auch nichts weiter oder über den Rand oder fehlt was. Genau, und jetzt radiere ich mir erstmal meine Linien weg, die ich mir hingemacht habe, die Hilfslinien. Und dann können wir schon ans Zusammenbauen von unserer Karte gehen. Als erstes schnappe ich mir den Rahmen und den Flüssigkleber und klebe mir den erstmal platt auf. Dazu ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Kleber aufbringt, dass es nicht an der Seite rausbarzelt. Es ist immer so, wenn ich das sage, dann passiert mir das. Also ich bin jetzt gespannt. Jetzt gucken wir mal. Ich habe dich jetzt echt angestrengt. So. Es wirkt ja ganz anders, gell? Ich gehe jetzt mal noch ein kleines bisschen weiter raus. Und dann kommen unsere ganzen Elemente. Also als erstes kleben wir uns jetzt unsere Blüte zusammen. Da ist ja jetzt hinten diese Klebefolie drauf, die kann man einfach jetzt abziehen, diese zusätzliche Folie hier. Und dann kann man das direkt auf den Hintergrund der Blüte aufkleben. Das ist also jetzt echt ganz praktisch. Und schon ist sie zusammengeklebt. Also die haben wir, dann haben wir das gleiche ja mit diesem Seidenglanzpapier. So schön ist. Dann hier wollen wir ja dieses Blattwerk aufbringen. Das heißt, diese Blüte kleben wir auf diese Seite hier. Und diese Blüte kommt dann dahin. Und dann haben wir noch unsere anderen beiden Blätter. Und da nehme ich mir jetzt einfach noch den Papierfalter und falze mir das so ein bisschen nach oben, dass es einfach so ein bisschen Form bekommt. Also die ganzen Blätter ein bisschen nach oben und nach unten falten, dass die so ein bisschen Dimension bekommen. Das eine kommt eben hier in den Hintergrund. Das können wir uns auch einfach mit Flüssigkleber aufkleben. Ich achte jetzt hier drauf, dass mir das hier unten nicht über den Rahmen drüber scheint, sondern dass das auf dem Rahmen eigentlich so aufliegt. Dann kommt unsere erste Blüte. Die klebe ich einfach mit den Abstandsklebern auf. Und bevor ich die aufklebe, klebe ich auch noch mein zweites Blattwerk auf. Und da mache ich es jetzt so, dass ich hier die Spitzen eher ein bisschen aufstelle, das so ein bisschen nach unten biegt. Also wenn ihr euch das ein bisschen überlegt, wie ihr das anbringen wollt, könnt ihr das so falten, dass euch das einfach gefällt. Auch nur ganz leicht. Vielleicht so. Genau, dann machen wir das auch mit Flüssigkleber hin. Und da kommt dann unten diese Blüte richtig schön drüber. Und auf die andere Blüte mache ich auch nochmal ein Abstandsklebepad rein, zwei Stück. Und klebe mir hier dieses ganz feine Blattwerk auch wieder mit Flüssigkleber an. Das kann ein bisschen über den Rahmen gehen, dann kommt das Glitzer ein bisschen besser zur Geltung, finde ich. Hier unten noch die Blüte drauf. Und so wirkt die Karte gleich ganz anders. Ich mache euch da auf jeden Fall ein Foto, damit ihr einmal das Glitzern besser seht und auch das Himbeerrot. Das kommt jetzt in der Kamera sehr dunkel raus. Das ist eigentlich gar nicht so dunkel. Das sieht wirklich sehr elegant aus. Was ich dann noch gemacht habe, sind diese Glitzersteine in Champagner. Die Straßsteine in Steine in Champagner. Was ist denn los? Und die verteile ich jetzt auch einfach noch so ein bisschen zwischen den Blümchen. Die machen einfach noch mal ein bisschen Farbe rein, aber irgendwie auch dezent. Also ich finde, die sind sehr, sehr schön. Oh, ich habe was vergessen. Oh nein. Naja.
Ja, ich habe was vergessen. Also, wem fällt es auf? Was habe ich vergessen? Ich glaube, man sieht es in der Kamera gar nicht so gut. Seht ihr das im Hintergrund? Ist hier natürlich noch ein bisschen silbernes Garn. Das habe ich hier jetzt nicht gemacht. Ich kann es noch nachträglich einbauen. Dann nehme ich mir einfach ein Stück von dem silbernen Garn und wickel mir das einfach ein paar Mal um die Finger. Das kennt ihr ja schon von mir, das mache ich ja fast immer, weil ich das so schön finde, weil es so fein ist und so elegant. Einfach nur ein bisschen hinten raus, funkelt und ist schön. Und das klebe ich mir jetzt einfach auf den Klebepunkt auf. Aber es bietet sich immer an, das vorher zu machen. Also hinterher noch das hinter die Blüte zu fummeln, das ist immer so eine Sache. Aber wir schauen mal, ob wir das hinkriegen. Naja, so. Mit einer Pinzette geht es vielleicht ganz gut. Zuerst schneide ich mir die Enden noch ab, die jetzt schon ein bisschen da rausstehen. Da kommt man jetzt noch ganz gut hin und wenn es dann nachher klebt, nicht mehr so. Und jetzt versuche ich mir das noch hinter die Blüte zu kleben. Ja, das schaut ganz schön aus so. Das lassen. Okay, und dann habe ich noch ein bisschen was gemacht. Und zwar habe ich mir einmal den Wink of Stella geschnappt. So ist er. Das ist so ein Glitzerpinselstift. Und mit dem bin ich einfach noch bei ein paar Blättern ganz fein drüber gegangen, dass das einfach noch ein bisschen so glitzert und glänzt. Weil ich habe mir da schon ein bisschen so eine Winterlandschaft vorgestellt, wo der Schnee ganz sanft auf den Blättern liegt und so fein glitzert. Und auch innen in die Blüte zum Beispiel habe ich es reingemacht. Die andere Blüte glitzert ja eh schon sehr schön. Schauen wir mal, ob wir hier nur so kleine... Akzente setzen können. Und was ich dann noch total schön fand, und ich weiß gar nicht, ob man das auf der Karte überhaupt sieht, also an manchen Stellen, seht ihr, sind so kleine durchsichtige Perlen, also zum Beispiel jetzt hier. Und das habe ich gemacht mit dem Präzisionskleber. Da habe ich einfach noch ein paar Punkte aufgebracht, die müssen dann gut trocknen. Aber dann hat man noch wie so kleine, entweder so Luftblasen oder so Schneeflockenblasen, die schon... Also ich finde, das macht sich einfach irgendwie noch richtig gut, da so ein Hintergrund. Da mache ich einfach wirklich noch ein paar so Punkte überall hin. Auch gerne auf die Blätter drauf. Ich zeige euch jetzt mal, ich versuche euch diese Perle da zu zeigen. Vielleicht kommt es dann nachher im Foto einfach noch ein bisschen besser raus. Also der einen Stelle habe ich ein bisschen gekleckst, das muss ich nochmal neu machen, das gefällt mir gar nicht so. Da mache ich nochmal einen neuen hin. So. Und das, wenn getrocknet ist, dann habt ihr da einfach so kleine, ganz süße, noch so kleine Highlights, die man wirklich eigentlich nur sieht, wenn man sich es genau anschaut. Aber das macht ja unsere Kartenkunst aus, dass man die Leute schon ein bisschen... gucken können, was es da noch alles so zu entdecken gibt. So. Präzikleber immer gleich wieder anständig zumachen. Da ist vorne so eine Spitze drauf. Die muss man gleich zumachen, dass da nichts verklebt. Und dann haben wir unsere wunderschöne Geburtstagskarte für die Winterzeit. Bisschen Frostfarben, schon fertig. Ich zeige es euch jetzt nochmal nach. Ich habe das Gefühl, es kommt irgendwie nicht so raus in der Kamera. Es sieht wirklich sehr schön aus. Ich finde die Farbvariante ist auch sehr schön, aber ich glaube, ich tendiere tatsächlich... zu dieser ganz, ganz schlichten Farbgestaltung. Muss nicht immer krachig sein oder mit viel Farbe sein. Also es ist auch sehr schön, wenn man das alleine anschaut. Aber wenn man es im Vergleich hat, dann muss ich, glaube ich, tendiere ich zu dieser Karte. Ja, aber ich wollte eben mal diese Glitzer-Christrosen-Art auch ausprobieren und ich finde, das macht sich schon gut, auch mit einem dunklen Rahmen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, könnt ihr meinen Kanal einfach abonnieren. Drückt dabei auf diese kleine Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.